Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just a Podcast. Willkommen zurück zu einem Ultimate Booking, also zu unserem Fantasy Booking. Ich bin wieder der Volker und ich hatte euch im Zusammenhang mit dem Ausweg aus dem Unification-Thema bei der WXW auch noch versprochen, dass ihr noch einen kleinen Podcast kriegt zum Thema WXW Women's Division. Genau da werden wir jetzt ansetzen. Ausgangssituation, die gleiche wie beim Unification. Bei Universal kriegen wir das Unification-Match. Das Match endet eigentlich mit dem Sieg von Robert Dreisker, aber das nur unter Eingriffen, da das von der WXW vorher angekündigt stark sanktioniert wird, muss er seinen Titel abgeben. Der Woman's Titel bleibt bei Mascha. Und die beiden werden in eine eigene Story gehen, die werden wir gleich auch noch aufgreifen. Denn grundsätzlich, will ich dazu sagen, ich bin ja grundsätzlich kein Feind von Intergender Wrestling. Ich bin doch kein Freund davon, Intergender Wrestling über die eigenen Divisions zu stellen. Das heißt, man kann durchaus Intergender-Stories parallel erzählen, aber trotzdem sollte es zwei eigene Divisions haben. Und deswegen werden wir heute beides erzählen. Wir machen ja auch nur einen Einstieg. Also ihr kriegt so einen Einstieg, was man machen könnte. Und dann sage ich euch noch, was danach passieren könnte. Und ab da schauen wir dann weiter. Vielleicht bei einem weiteren Podcast, wenn ihr das weiter hören wollt. Dafür brauche ich natürlich eure Kommentare. Gerade bei YouTube unter dem Video. So, steigen wir ein. Was passiert noch bei Anniversary? Bei Anniversary hat Fast Herr Mudo noch sein Match gegen Peter Tihani. Da kann sich Peter Tihani durchsetzen. Und nach dem Match soll es nicht direkt wieder zu einem Match kommen. Sondern nach dem Match soll im Ring von Tommy Gießen jemand empfangen werden, der schon lange vermisst wird. Und damit feiert Stephanie Mays ihre Rückkehr in den Weg ring Wird von den Zuschauern renetisch angefeuert und gefeiert. Und sie erzählt von den harten Zeiten, die sie hatte und wie froh sie ist, wieder zurück zu sein. Und jetzt will sie auch, wo sie endlich wieder da ist, vieles zurückgeben, was sie in den letzten Jahren nicht so leisten konnte, wie sie sich das gewünscht hat. Und sie will damit anfangen, wo auch ja ihre große Karriere, also ihre große Aufmerksamkeit bei den Fans begonnen hat. Und das war 2020, denn da haben viele Leute ihr Mut gemacht und sie unterstützt, um zum Karat zu kommen. Erstmal als Person hinter den Kulissen und dann ist sie sogar noch in einem Match eingesprungen und ist damals gegen die damals noch amtierende Women's Champion Amal angetreten. Dieses Match war leider kein großer Erfolg, aber hier will sie ansetzen, das Ganze wieder gut zu machen, denn sie fordert Amal für Back to the Roots heraus. Zu einem Match, um zu sehen, Wer wirklich die bessere ist. Und damit wird sie dann auch bei Back to the Woods ihre aktive Rückkehr in den Wrestling-Ring. Oder besser gesagt in den WXW-Ring zeigen. Bei Back to the Woods haben wir dann einmal noch nichts, weil wir sind noch davor, um das nicht zu vergessen. Vor Back to the Woods gibt es dann die Herausforderung von Mascha slimowitsch an Robert Reiska. Sie sagt ganz klar: Robert hier, du kannst ja nur mit deinen Jungs antreten zu können, dann bringen sie mit. Back to the Woods. 3 gegen 3 Käfigmatch und ich bringe auch zwei Leute mit, denn ich habe einmal Tank dazu geholt, die ja Robert Dreisker schon mal herausgefordert hat. Und dann kommt Killer Kelly mit, denn die MK-Ultras werden hier wieder vervollständigt. Des Weiteren sehen wir ein Video von Amal, die die Herausforderung von Stephanie Mace. Wir haben einmal die Käfigschlacht am Boss gegen die MK-Ultras und Tank. Das Match kann Masha gewinnen, indem sie Ikarus zur Aufgabe zwingt. Robert Dreisger ist dabei an die Seile geklettert, kann nichts machen und ist somit stinksauer, aber hat das Match trotzdem verloren. Das nächste, die nächste Käfigschlacht, die Robert Dreisker nicht gewinnen konnte. Des Weiteren kriegen wir das, Mace, äh, das Match zwischen Stephanie Mace und Amal. Hier kann sich Stephanie Mace nach den, in diesem Match durchsetzen und damit ihren ersten Sieg nach ihrer Rückkehr feiern. Und nach dem Match kommt dann Mulo raus und beglückwünscht sie. Er war sein nach seiner Niederlage bei Anniversary so angeschlagen, dass er nicht mehr rausgekommen ist, als seine gute Freundin zurückgekehrt ist. Und jetzt will er sie aber beglückwünschen zu ihrem ersten Erfolg wieder im Ring. Die beiden umarmen sich und damit ist diese Szene auch beendet. Wir machen uns auf den Weg zu Dead End. Auf dem Weg zu Dead End bedankt sich Mascha bei ihrem Partnerin, Partnerin und bietet diesen als Dankeschön ein Triple Threat Match. Bei Dead End an. Das nehmen die beiden natürlich gerne an. Und außerdem sehen wir noch in diesem Backstage-Vlog, den die WXW ja mittlerweile sehr cool macht, das möchte ich gerne mal betonen. Sehen wir einen Auftritt von Mace und Mudo und Mace möchte sich bei Mudo entschuldigen, dass sie sich ihm mit dem Take-Titel so auf dem Stich gelassen hat. Er beschwichtigt sie natürlich, nein, du konntest ja nichts für, es waren immer Verletzungen. Trotzdem will sie was tun und zwar will sie mit dem Office sprechen ob die beiden noch eine Chance kriegen auf die Take-Team-Titel, denn den letzten haben sie ja nicht auf die übliche Weise verloren und somit haben sie sich eigentlich noch eine Chance verdient. Ja, sie scheint mit ihrer Ansprache Glück zu haben, denn in einem späteren Video wird verkündet, dass Stephanie Mace und Fast mudo bei Dead End einen Shot auf die take titel von Hector und Dulnik kriegen. Falls ihr die Unification, den Unification Podcast nicht gehört habt, für mich gewinnen Hector und Dulnik bei Anniversary Titel zurück. Bei Dead End kriegen wir dann erstmal das Triple Set-Match Mascha gegen Kelly gegen Tank. Und hier kann sich Mascha durchsetzen und sie wird bei ihrer Siegesfeier von einem Video begrüßt, nämlich von Robert Reisker, der erneut ein Match gegen sie fordert. Und zwar beim Karat. Nur sie beide eins gegen eins. Er will die Sache endgültig klären und Mascha endlich wieder loswerden. Kein Titelmatch, reines Singles-Match. Und Mascha nimmt das natürlich. Gerne an. Dann haben wir das Match von Hector und Dulnik gegen Stephanie Mace und Mudo. Die Crowd steht jetzt zu 100% hinter Stephanie Mace und feuert sie regelmäßig an. Wenn Mudo im Ring kommt, ist es aber eher verhalten. Und am Ende können sich Hector und Dulnik nach einem Double-Team-Move gegen Mudo durchsetzen. Stephanie Mace will ihm hier auf die Beine helfen. Er rollt sich aber aus dem Ring und verschwindet. Ja, und somit haben wir hier so einen kleinen Bruch in einem Team, was eigentlich gerade wieder. Vielleicht hochkommen könnte, aber irgendwie scheint hier was nicht zu stimmen. Dann sind wir auf dem Weg zum Karat. Wir wissen jetzt, Mascha Slimowitsch, die avanzierende Women's Champion, wird gegen Robert Dreiske antreten und somit kann sie beim Karat ihren Titel nicht verteidigen. BXW hat dann entschieden, dass es dann bis zum Karat ein Turnier geben wird, was einen neuen Namoran Contender bestimmen wird. Und zwar wird dieses Turnier bestehen. Aus alten und neuen Gesichtern. Das heißt, wir werden noch neue Frauen für die Women's Division sehen. Und für die Show in Bielefeld werden direkt die ersten beiden Turniermatches angekündigt. Wir kriegen einmal ein Match der beiden Veteranen, Melanie Gray gegen Nikki Foxley. Und dann kriegen wir ein Match unserer beiden, ja, unseres Stammpersonals von Body Slam, Alice Inc. gegen Regina Rosendahl. Und bis zu dem Event werden alle vier westerner nochmal Jeweils auf YouTube mit einem Video vorgestellt, sodass die Zuschauer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. In Bielefeld können sich dann sowohl Melanie Gray als auch Alice Inc. durchsetzen und es werden direkt die nächsten beiden Matches für Ober Traubling angekündigt. Und zwar ist das einmal Baby Allison gegen Calypso und einmal Stephanie Mays gegen Jesse J. Und auch bis zu diesem Event werden die vier Damen jeweils in einem Video vorgestellt. In Obertraupling ist dann Stephanie Mays Backstage zum Interview vor ihr Match. Sie wird auch nochmal befragt zu den Ereignissen mit Mudo und sagt, ja sie hat seit dem Match nichts mehr von ihm gehört, sie kriegt ihn nicht am Telefon, und er reagiert auf keinerlei Nachrichten und ist halt auch sehr zerknirscht. Aber sie muss sich jetzt auf ihr Match konzentrieren und sie weiß halt, was für eine harte Nummer Jesse J ist, sie haben schon eine große Geschichte miteinander und deswegen muss sie sich jetzt hier wirklich darauf konzentrieren und geht halt auch mit einem etwas zerknirschten Gesichtsausdruck aus dem Interview raus. Sie kann sich allerdings in ihrem Match durchsetzen, genau wie Baby Allison. Und somit sind auch die beiden eine Runde weiter. Und es wird für Bad Slecking, wenn die nächsten beiden Matches angekündigt und die letzten beiden ersten Matches. Wir haben nämlich einmal Anita Vaughn gegen Corey Zero, gegen einen weiteren Neuling, den vielleicht noch nicht so viele kennen. Und wir haben die deutschlandbekannte Mila Smith gegen Michelle Green. Und auch diese vier werden auf YouTube jeweils mit einem Video vorgestellt. In Bad Secking kann sich dann Koizio gegen Anita Vaughan durchsetzen. Nach ihrem Match soll sie dann backstage interviewt werden. Das Interview wird aber unterbrochen von Michelle Green, die sagt, ja, hier hast du jetzt Glück gehabt. Ich zeige dir mal, wie ein richtiger Star im Ring aussieht und ein Match hier relativ schnell für sich entscheidet. Das heißt, als nächstes kommen wir zum Match Mila Smith gegen Michelle Green und dieses Match kann Mila Smith sehr klar für sich entscheiden. Diese feiert noch ein bisschen, verlässt dann die Halle. Michelle Green bleibt total verärgert im Ring zurück. Und auf der Stage erscheint auf einmal Corey Zero, die ihr mit einem breiten Lächeln applaudiert. Und da merkt man schon, hier wird eine Saat gesät für die Zukunft. Nachdem wir alle Vorrunden-Matches durchhaben, wird jetzt. Die zweite Runde angekündigt und zwar wird die zweite Runde in zwei Triple Sweat Matches stattfinden und zwar beim Inner Circle. Das heißt für Inner Circle kriegen die Damen zwei Triple Sweat Matches. Halbfinale Nummer 1 zwischen Stephanie Mays, Baby Allison und Alice Ink. Halbfinale Nummer 2 zwischen Corey Zio, Melanie Gray und Mila Smith. Die beiden Gewinnerinnen werden dann am Tag 3 vom Karat um den Number 1 Contender Spot antreten. Damit haben wir auch die Damen. Bisschen präsenter beim Karat, einmal bei Inner Circle und dann nochmal mit einem Number One Contender Match am dritten Tag. Ja, bei Inner Circle kriegen wir dann die beiden Triple Sweat Matches im ersten Halbfinale: Stephanie Mays gegen Baby Allison gegen Alice Inc. Kann sich Baby Allison am Ende nach Pin an Stephanie Mays durchsetzen, aber das nicht ganz ohne Hilfe, denn Stephanie Mays wird außerhalb des Rings von einer vermummten Person mit einem Kick ausgeschaltet und dann zurück in den Ring gerollt. Und diese Person enttarnt sich als Fast-Time-Mudo, der dann auch unter lauten bu rufen möglichst schnell die Halle verlässt. Im zweiten Match kann sich dann Mila Smith mit Pin an Corey Zero durchsetzen. Und somit haben wir hier unser Finale Baby Allison gegen Mila Smith am dritten Tag vom Karat. Kommen wir direkt zum Karat. Beim Karat haben wir erstmal das Match zwischen Mascha und Robert Dreisger, auch hier kann sich Mascha gegen Robert Dreisger durchsetzen und somit ihre Position weiter wahren. Der bleibt im Ring zurück, Wurmen und Icarus kommen dazu, wollen ihm helfen. Icarus will ihm auf die Beine helfen, kassiert direkt einen Schlag von Dreisger, der ihn zum Boden streckt. Das regt natürlich Wurmen auf, der hier Robert Dreisger zur Rede stellt. Es kommt zum Streit, zur Auseinandersetzung. Icarus kommt wieder auf die Beine, will die beiden trennen. Schafft es dann auch halbwegs und Roman verlässt den Ring. Und Reisker stößt noch nochmal weg und verlässt dann auch den Ring. Hat, lässt also nicht zu, dass dieser ihn beruhigt. Das heißt, hier die Spannung in Ambos steigt weiter. Ja, und dann kriegen wir unser Number One Contender Match. Mila Smith gegen Bambi Allison. Und in einem sehr guten Match kann sich hier Mila Smith durchsetzen. Und damit haben wir jetzt eine Grundlage gelegt für die Women's Division. Immer mit kleinen Aus Ausreißern. In dem Bereich des Intergender Wrestling. Und in Zukunft haben wir jetzt die Möglichkeit, ausgehend vom Karat erstmal natürlich das Titelmatch zu erzählen. Mascha Slemovic gegen Mila Smith. Dann haben wir die Möglichkeit, den Amboss Inner War weiter zu erzählen. Wir können Stephanie Mays gegen Fast-Time Mudo jetzt hier weiter aufbauen. Und wir haben schon eine Grundlage gelegt für Michelle Green gegen Corey Zio. Also relativ viele Sachen, die hier jetzt schon vorbereitet sind, auf die man wieder zurückgreifen kann. Und wenn Mila Smith in meiner Vorstellung die Titel gewinnt, hat man da auch weitere Möglichkeiten. Man kann natürlich auf ein Match zwischen Mila Smith und Melanie Gray nochmal zurückgreifen, weil die jetzt zusammen im Halbfinale waren. Melanie Gray am Finish nicht beteiligt war. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann können wir auch eine Stephanie Mays mit der Zeit da reinwerfen in dieses Match gegen Mila Smith, die für mich dann auch in Zukunft eine der nächsten Women's Champions sein wird. Und wenn wir Stephanie Mays einmal da haben, kann es dann von ihr aus über jemanden wie Jesse J zum Beispiel weitergehen, dass sie sich gegen die durchsetzen muss. Also es gibt jetzt hier eine gute Grundlage, die wir geschaffen haben. Und auch eine Nikki Fox, die, ja, die ja ihr erstes Match verloren hat, kann ja auch mit ihrer Partnerin, mit Tyra Gates, als Lunatics, Net, Lunatics zurückkommen. Dann kann man da noch eine Story erzählen. Ne? Ich stelle mir zum Beispiel vor, so eine Kombination Corey Zero und Alice Inc., die eigentlich gegeneinander angetreten wollen, aber dann von den beiden irgendwie ähm, attackiert werden, dann zusammen gegen die antreten und dann nochmal gegeneinander. Man kann auch andere Wrestler reinholen. Ich habe immer noch so eine Story im Kopf mit Baby Allison und ähm, Millie McKenzie, die ja beide den Spear verwenden, dass man sagt, wer macht den besseren Spear. Auch das könnte man noch. Ja, und das war unser Fantasy Booking zur WXW Women's Division nach Anniversary. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wie gesagt, es ist nur ein Anfang. Es kann noch viel mehr hier kommen, wenn ihr noch mehr Women's Wrestling und mehr Women's Division Booking haben wollt bei der WXW. Schreibt's mir in die Kommentare, dann werde ich mir da noch mehr Gedanken zu machen. Ihr seht, wir haben viele neue Leute eingeführt, die jetzt hoffentlich hier auch mehr einschlagen und entsprechend mit eingebunden werden. Und wie gesagt, Intergender Wrestling kann man schon mal zwischendurch machen, aber sollte nie der Kern sein von dem, was man hier erzählt. Ja, und damit wünsche ich euch alles Gute in der Weihnachtszeit. Dieser Podcast entstand vor unserem Urlaub. Das heißt, ihr hört jetzt was extra für euch aufgezeichnetes. Und wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im neuen Jahr sind wir nach dem 8. erst wieder für euch da. Und dann geht es weiter, wenn es wieder heißt: Just Bring It, der Nerd Podcast. And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.